So, du hast hier Avocado und Tomaten ausgesucht. Und ich denke mal, da mache ich einen schönen Salat draus, also einen Avocado-Tomatensalat. Okay, los geht's. Den Avocado-Tomatensalat mache ich mit so einer Art glutenfreien Sonnenblumenkerncracker. Dafür nehme ich jetzt wieder meinen Omni-Blend. Ihr könnt auch einen Stabmixer nehmen, das geht auch. Müsst ihr halt wahrscheinlich ein bisschen länger pürieren. Dann habe ich hier erstmal 6 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Dann 1 Esslöffel Leinsamen. Circa einen halben bis einen Teelöffel Salz. Einen halben Teelöffel Paprikapulver. Dann brauche ich hier ungefähr 200 Gramm Flüssigkeit. Ich habe jetzt hier Wasser mit einer Tomate. Die liegt jetzt deswegen da drin, weil ich die einfach damit gewogen habe. Das heißt, wenn ihr eine größere, schwerere Tomate habt, dann nehmt ihr automatisch auch gleich weniger Wasser. Die könnt ihr jetzt da reingeben. Wenn ihr jetzt einen etwas schwächeren Stabmixer habt, dann könnt ihr die einfach vorher klein schneiden. Und Wasser dazu. Und das Ganze püriert ihr jetzt, bis ihr eine richtig schön feine Masse habt. Und das könnt ihr jetzt ganz einfach auf ein Backblech mit Backpapier geben. Und mit einem Schlesinger könnt ihr dann das Ganze schön gleichmäßig auf dem ganzen Blech verteilen. So, und das Ganze kommt jetzt in den Ofen, und zwar bei 100 Grad. Und ja, wenn ihr ein Dörrgerät zu Hause habt, dann könnt ihr das auch da drin machen. Und ich weiß, 100 Grad ist jetzt nicht wirklich Dörren, das ist ja eigentlich nur bis 40. Aber ja, so geht es auch ein bisschen schneller. Und ein Dörrgerät habe ich nun mal nicht zu Hause. Und wenn ihr den Ofen dann zumacht, dann legt ihr ein dünnes Stück Holz. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Rührer dazwischen, damit die Feuchtigkeit gleich austreten kann. Und das sollte jetzt circa so eine Stunde bis anderthalb Stunden vor sich hin trocknen. Und dann habt ihr richtig schöne Sonnenblumenkerncracker. So, während die Cracker trocknen, können wir schon mal den Salat machen. Ich habe ja schon mal eine Zwiebel. Die schneide ich jetzt ganz einfach in ganz dünne Scheiben. Also wirklich 1 oder 2 mm dick. Die könnt ihr schon mal in eine Schüssel geben. Dann habe ich hier 2 Zehen Knoblauch. Die könnt ihr erstmal in dünne Scheiben schneiden, dann in Streifen und zu guter Letzt in kleine Würfel. Könnt ihr übrigens auch ganz einfach durch eine Reibe geben. So, den Knoblauch könnt ihr auch einfach in die Schüssel geben. Außerdem kommt dann noch ein Esslöffel Olivenöl rein, dann ein Esslöffel Ahornsirup, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Zitronensaft und ein Esslöffel Apfelessig. Und das Ganze könnt ihr schon mal schön verrühren. Dann habe ich hier 250 Gramm Tomaten, das sind ungefähr 3 Stück. Könnt ihr erstmal die Blüte rausschneiden. Dann könnt ihr sie halbieren und vierteln. Und dann je nach Größe ungefähr noch 2 bis 3 Mal durchschneiden, dass ihr solche groben Tomatenstückchen habt. Die Tomaten könnt ihr dann schon mal in die Schüssel geben. Dann könnt ihr die Avocado halbieren und ganz einfach auslöffeln. So, die Avocado könnt ihr jetzt je nach Größe dritteln oder vierteln. Und dann etwa solche großen Stückchen rausschneiden. Und die könnt ihr dann auch in eure Schüssel geben. Dann das Ganze schon mal vorsichtig unterheben, damit die Avocado ein bisschen von der Säure abbekommt und nicht braun wird. Das ist auf jeden Fall ein Salat, den ihr nicht zu häufig umrühren solltet. Denn sonst kann es schnell passieren, dass ihr einfach nur Matsche habt. Da braucht ihr eine gute Handvoll frische Basilikumblätter. Und die könnt ihr ganz einfach in feine Streifen schneiden und zu eurem Salat dazugeben. Noch einmal kurz unterrühren. So, und solange die Cracker jetzt noch im Ofen sind, könnt ihr den Salat erstmal schön durchziehen lassen. So, das waren jetzt 1,5 Stunden. Die sollten jetzt eigentlich
ziemlich fest sein. An dickeren Stellen kann es sein, dass sie noch ein bisschen weich sind. Und ihr könnt die auch noch länger drin lassen, wenn ihr wollt. Aber ja, ich nehme die jetzt raus, weil ich glaube, die sind schon ziemlich gut so. So, ich habe die jetzt mal rausgenommen und versuche mal jetzt in einigermaßen große Stücke zu brechen. Ich muss auch ein bisschen vorschneiden, dann geht das noch ein bisschen genauer. So, und schon habt ihr ein paar schöne Sonnenblumenkern-Cracker. Es kann sein, dass einige noch nicht so wirklich fest sind, noch ein bisschen weich sind. Ja, das liegt unter anderem auch am Ofen, dass er an verschiedenen Stellen einfach unterschiedlich warm ist. Oder auch, dass man da vielleicht den Teig ein bisschen zu dick gelassen hat. Das macht aber nichts, also die sind trotzdem sehr lecker, die kann man auf jeden Fall auch so essen. Der Salat ist auf jeden Fall schön durchgezogen, den können wir jetzt noch einmal ganz vorsichtig durchrühren. Und dann kann er auch schon serviert werden. So, und damit habt ihr einen wunderbaren Avocado-Tomatensalat mit Sonnenblumenkern-Crackern. Und die Cracker könnt ihr natürlich überall zu jedem anderen Salat auch essen. Oder auch einfach nur so. Und da das Ganze ziemlich lange dauert und ziemlich zeitaufwendig ist, würde ich auch empfehlen, wenn ihr mehrere Backbleche habt, dass ihr dann gleich mehrere auf einmal backt. Das dauert dann vielleicht ein kleines bisschen länger als nur mit einem, aber wäre dann auf jeden Fall energiesparender. Oder vielleicht am besten mit einem Dörrgerät, wenn ihr eins habt. Ja, ich finde, die schmecken wunderbar und man schmeckt auch ein bisschen die Tomate raus. Und ich finde, die passen wunderbar zu diesem Tomaten-Avocado-Salat. Der wirklich ziemlich würzig ist, obwohl eigentlich, finde ich, nur wenig Salz dran ist. Auf jeden Fall ein sehr einfach zu machender und auch ziemlich leckerer Salat. Ja, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wenn ihr noch die anderen Kombinationen probieren wollt, dann müsst ihr einfach hier auf zurückklicken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.